Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Yokai Watch. Wir haben gerade einen bösen, bösen Boss besiegt. Wenn ihr das verpasst habt, müsst ihr unbedingt letzte Folge angucken. Es war sehr nervenzerreißend für mich. Wenn ihr mal ein bisschen Ruhe haben wollt, wenn ich einfach mal nichts sage, dann müsst ihr den letzten Kampf gucken. Wieso? Wabbelwutz wollte nur ein langes, heißes Bad nehmen. Es tut mir leid. Schicke Unterwäsche. Schick, schick. Gehörten diese Tänzer im Hintergrund zu ihm? Gut gemacht, Miri. Die Tänzer sehen die Tänzer auch bemerkt. Gut gemacht, Miri. Eine erfolgreiche Rückholaktion. Ja, das bleibt unter uns verstanden. Wie sagt man noch gleich? Auf große Wohltat gehört großer Dank. Auf zu rund um die Uhr. Okay. Auf dahin. Sieh sich das eine an. Du hast tatsächlich meine Unterwäsche gefunden. Vielen Dank. Ich fühle schon, wie meine Muße zurückgeflogen kommt. Lass mich dir diese prachtvolle Unterwäsche abnehmen. Ja, bitte. Nimm sie. Also dann, entspann dich, während ich deine Yokai Watch etwas aufbessere. Juhu! Endlich, so viel Arbeit. Sollen wir ihm sagen, dass Wabbelwurz seine Unterwäsche getragen hat? Das stört nicht seine Konzentration. Was hast du gesagt? Nichts. Hallo, fertig? Oh ja, so, das war's. Juhu, eine bessere Yokai-Watch. Du solltest jetzt ohne Probleme stärkere Yokai sehen können. Nutz sie mit Bedacht, Kindchen. Rang D. Das ist aber schlecht. Der Watch-Rang zeigt den Level deiner Yokai-Watch an. Okay. Ach, damit öffne ich die Watch-Segel. Na gut. Jetzt kannst du viel stärkere Freunde suchen. Toll, ich kann es kaum erwarten, sie in Action zu sehen. Murmelmurmel. So viel essen. Baku nichts mehr essen. Huch, Baku träumt schon wieder. Toll, Baku essen mehr Träume. Was? Fortsetzung folgt. Ja, ich beende den Part jetzt hier. 3 Minuten. Fusionszeit. Was? Na gut, speichern wir mal. Wenn es schon vorgeschlagen wird, dann sollte ich vielleicht lieber speichern. Na, das ist doch ein Witz, oder? Papa, es tut mir leid. Ich wollte nur etwas Nettes für Mama machen. Das nennst du nett sein? Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie wichtig dieser Ring ist? Ich habe mit diesem Ring um ihre Hand angehalten und du hast ihn verloren. Papa. Du gehst jetzt sofort los und findest ihn. Hast du mich verstanden? Okay. Jetzt! Schöne Einrichtung. Hey, hast du gehört, was die Leute über den Welsweiher sagen? Dass man damit glänzenden Ködern Riesenfische fangen kann? Ja. Meinst du, das stimmt? Wer weiß sowas normalerweise? Wir sollten ihn fragen, wenn er... Wenn man von Teufel spricht, da bist du ja. Hey, Bär. Hey, Leute. Was los mit ihm? Was ist denn los, Bär? Bist du okay, Kumpel? Was passiert? Zu viel Honig gegessen oder so? Ich habe ihn verloren, meine Mama. Bär, was ist denn los? Ich wollte mit dem Ring meiner Mama den König des Welsweihers angeln. Aber dann habe ich ihn in den Teich fallen lassen. Wie blöd von mir. Mein Papa hat damit um die Hand meiner Mutter angehalten. Das hättest du dir wohl ein bisschen besser überlegen sollen, Bär. Ich meine, klar, so ein Ring glänzt genug, um Fische anzuziehen, aber... Ich weiß. Ich habe mich ja schon 1000 Mal entschuldigt, ja. Aber gestern habe ich sie reden hören und meine Mama hat gesagt...
Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ihr zwei kommt auch ohne mich aus. Boah, was? Mama ist so sauer, weil ich ihren Ring verloren habe, dass sie uns verlässt. Im Ernst? Tut mir leid, Leute. Ich kann jetzt nicht reden. Ich fühle mich so traurig. Oh nein, es tut mir so leid. Der Arme. Bär. Bär. Dieser Bär ist ganz anders als der harte Kerl, den ich kenne. Er wirkt richtig mitgenommen. Schon, aber wir können ihm ja nicht wirklich helfen. Wir könnten tauchen gehen in den Teich. Wow, er war ganz traurig, was? Das habe ich ihn noch nie gesehen. Er tut mir so leid. Vielleicht können wir ihm ja irgendwie helfen, den Ring wiederzufinden. Nun ja, Miri, wir können es zumindest mal probieren, oder? Wenn wir ihm jetzt helfen, dann haben wir später etwas bei ihm gut. Ich meine also, eine gute Tat ist ja Belohnung genug, stimmt's? Und wieder einmal könnten Yokai-Freunde behilflich sein. Ein schwimmender Yokai könnte uns bestimmt bei unserer Suche helfen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Kennst du einen Yokai namens Kappa? Natürlich, aber ich dachte nicht, dass ihr Menschen wisst, dass es ihn gibt. Sie leben in Flüssen, oder? Ich bin beeindruckt, du hast ja recht gut nachgeforscht. Lass uns zum Fluss gehen und einen Kappa schnappen. Hihihi. Ja, das war jetzt nicht ganz so ein guter Wortwitz, wie du vielleicht dachtest, Whisper, aber... Na gut, na gut. Wenn er meint. Finde einen Kappa am Flussufer. Das ist eine Quest. Ich will wissen, was das für eine Quest ist. Glitzerndes Zeug. Auf dem Boden. Gib mir glitzerndes Zeug vom Boden. Maratonikum. Was auch immer das sein mag. Hallo. Hi. Könntest du einem kleinen Kind mit einem großen Problem helfen? Es ist so, mein sogenannter Freund ist mit meinem Comicbuch abgehauen. Ich habe ihm gesagt, er soll es zurückgeben, aber er weigert sich. Und ich habe es noch nicht mal gelesen. Kannst du es bitte für mich zurückholen? Er ist gleich da drüben bei dem Automaten. Ich will mein Comicbuch zurück. Ohne Erlaubnis, jemandes Comicbuch zu nehmen. Kein Kavaliersdelikt. Mit diesem jungen Dieb muss ich wohl mein ernstes Wörtchen reden. Also ich meine, das würde ich, wenn er mich sehen könnte. Sieh ins Questbuch. Hier. Oh, beseelt. Was denn hier los? Nein, ich möchte mit dem Jungen reden. Du hast einen fliegenden Teller gesehen? Nicht einmal eine Untertasse? Das ist die Wahrheit. Ich hab's gesehen, ich schwör's dir. Fliegende Teller, als nächstes erzählst du mir was von grünen Männchen. Du musst es mir glauben. Du guckst so viel Fernsehen. Ach ja, hast du die neue Folge aufgenommen? Was? Angeblich haben Kappas eine kahle Tellerrunde Stelle. Vielleicht... Ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Miri. Yokai werden oft nicht vollständig unsichtbar, wenn sie schwach sind. Vielleicht war der Kappa zu müde, um seinen Teller verschwinden zu lassen. Dann ist er bestimmt noch irgendwo am Ufer. Sollen wir mal nachschauen? Ja, aber erst muss ich mit dem bösen Jungen reden, der beseelt ist. Haha, das Beste daran, ich habe es nicht gekauft, sondern geklaut. Meine Butler-Intuition sagt mir, dass das der Comicbuchdieb ist. Also los, red das ernste Wörtchen mit ihm, über das wir gesprochen haben. Hä, was willst du? Du willst, dass ich diesen tollen Comic abgebe? Niemals, ich wollte es und deshalb hast du mir genommen. Das ist nicht schlimm, oder? Übrigens, coole Uhr. Ich will sie. Ich will deine Uhr. Ich muss sie haben. Ich will alles. Hier geht ganz klar etwas Komisches vor sich. Fühlt sich an, als sei hier ein Yokai am Werk. Sehen wir uns mal um. Ja, sieht sehr nach Yokai aus. Aber wo? Ah. Ja, dich kennen wir doch schon. Du bist doch gib her, gib her, gib her. Nicht wahr? Wir sind uns schon begegnet. Gib her, gib her, gib her. Stibitzer. Ich nehme mir alles, was ich will. Diese coole Uhr schnappe ich mir sofort. Das ist Stibitzer, ein Yokai, der alles stibitzt, was er wirklich haben will. Und ich nahm mir diesen Yokai-Butler, während, weißt du was? Egal. Verzeihung, egal. Du bist kein erstklassigen Butler. Klauen ist eine Sache, aber Unhöflichkeit ist zu viel. Schnappen wir ihn uns. Natürlich hat Stibitzer zwei Jamseln dabei.
Was auch sonst? Angriff! Na, hat dir noch nicht gereicht? Okay, es hat gereicht. Ein Vinzicado-Angriff packt keiner. So einfach. Stibitzers Beseelung bringt Leute dazu, Sachen von anderen klauen zu wollen. Gut, jetzt können wir den Jungen dazu bringen, den Comic zurückzugeben. Hä, was mache ich denn? Hey, das Comicbuch gehört meinem Freund. Was hat es bei mir zu suchen? Ich habe es ihm geklaut? Nein, ich klaue doch nicht. Was war los mit mir? Könntest du es ihm für mich zurückgeben, bitte? Ich muss über meine Tat nachdenken. Ich entschuldige mich noch. Ehrenwort. Okay. Dann lass mich halt laufen. Wir haben das Comicbuch wieder. Geben wir es dem Eigentümer zurück. Ah, wie du befiehlst. Oh, hier ist irgendwo was. Aber erst hier. Hast du mein Comicbuch zurückbekommen? Ja. Hier, bitteschön. Juhu, danke. Mein Freund meinte, er kommt später zu mir, um sich zu entschuldigen. Na, dann werde ich mal nicht nachtragend sein und ihm verzeihen. Wir besprechen das miteinander. Ich möchte mit ihm befreundet bleiben. Hervorragend. Sieht ganz so aus, als ließe sich ihre Freundschaft retten. Ich würde sagen, wir haben hier eine gute Tat getan. Juhu. Bekomme ich jetzt eine Bonusszene? Bitte? Level up für jemand? Boah, wie viel XP das gegeben hat. Heftig. Und da ist meine Bonusszene. Oh nein, wie süß. Die Katze sieht aus, als wäre sie etwas überfordert mit dem Fisch, aber ist ja nicht mein Problem, ne? Hier kann auch was drin sein, im Wasser. Ehrlich? Eine Protze. Und es sind dann jetzt noch andere Fisch-Yokai dabei? Guck mal eben nach. Trotzel greift an. Ja, auch, was auch sonst. Nee. Die hat nur ganz normale. Oh, und hier soll ich zuerst drücken, glaube ich. Was? Das erste Ding ist schon down? Na, das lohnt sich ja jetzt. Okay. Ich dachte, es gibt vielleicht andere, weil ich ja im Wasser geguckt habe. Aber anscheinend nicht. Naja. Egal. So, aber ich würde sagen, bevor wir uns um den Kappa kümmern, beende ich die heutige Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr morgen einschalten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.